Mittwoch, 10 Uhr, auf einem Nebenplatz der Werner-von-Linde-Halle im Olympiapark. Laktattest der Löwen. Rennen, schwitzen, bluten. Man hat ja schon fast Mitleid mit den Kickern. Fast. Man darf das jetzt auch nicht so negativ sehen und das ist jetzt wirklich keine übermäßige Schinderei, da ein bisschen ein paar Blutstropfen abzugeben. Löwentrainer Rainer Maurer musste ja auch nicht mitlaufen, konnte sich die Schinderei gemütlich von außen anschauen. Der Laktattest, nicht gerade die beliebteste Trainingseinheit. Ich mag den jetzt auch nicht unbedingt, also ich denke, da freut sich jetzt keiner unbedingt drauf, aber wie gesagt, also der steht halt zwei, dreimal im Jahr an und da die ersten Stufen sehen ja noch relativ langsam aus, aber dann gerade die letzten, die haben es halt schon ein bisschen in sich, aber ja, das können wir dann schon mal machen. Naja, muss man halt auch mal, so als Profi. Und manche schienen den Fitnesstest ganz gut verpackt zu haben. Beispiel die Neuen, Stoppelkamp und Volz. Ja, also es ging, war ganz angenehm. Das sind jetzt lange gerade Läufe, die machen nicht so viel aus. Die Löwen befinden sich also knapp 6 Wochen vor Saisonstart in guter Verfassung. Auch der Trainer topfit. Naja, zumindest nach eigener Aussage. Wenn ich wieder ein bisschen trainiert wäre, würde ich den Laktattest schon bestehen. Davon bin ich überzeugt. Aber ich glaube, heute aktuell müsste ich schon noch mal 2-3 Wochen ein bisschen mich bewegen. Den Beweis seiner Fitness blieb Maurer schuldig. Zumindest am Mittwoch.